Mehr als 1000 Euro Google AdWords für ein IT-Systemhaus im Monat ist verbranntes Geld. Also, ich hatte gestern ein Gespräch mit einem IT-Systemhaus, der sich bei mir eingetragen hatte für ein kostenloses Strategiegespräch. Kannst du bei mir auch finden über meinen YouTube-Kanal. Und dort hatte ich letztendlich ein Angebot dann erstellt und ein Follow-up-Gespräch. Hat er sich drei Angebote eingeholt. Eins hat er sofort gekickt und dann war es nur noch ich und noch ein Mitbewerber von mir und er hat sich dann für den Mitbewerber entschieden. Und einer der Hauptkriterien, warum er sich für den Mitbewerber entschieden hatte, weil ich habe ihn da genau ausgequetscht, warum, weshalb, sagte er, naja, der sagte, er würde dann Google AdWords für mich schalten, die sich quasi schon nach der vierten Woche sich selbst von selbst refinanzieren, maximal 1000 Euro Google AdWords Budget im Monat wäre ausreichend. Alles darüber wäre verbranntes Geld. Also da möchte ich mal an alle da draußen, die IT-Systemhäuser sind oder aus der IT-Branche oder auch aus anderen Branchen und sich an Online-Marketing-Agenturen wenden oder Social-Media-Experten etc. pp. Oder ja, Experten, die Google AdWords schalten. Also nur ganz kurz zu mir. Ich habe Google AdWords geschalten bereits im Jahr 2003. Na, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und Google AdWords hören nicht bei 1000 Euro Werbebudget pro Monat auf. So viel kann ich dir versprechen. Auch nicht, wenn du ein IT-Systemhaus bist. Ja? Und wer sowas sagt, in einem Verkaufsgespräch, also eine Agentur oder ein Experte, ein Online-Marketing-Experte, der sowas sagt, der möchte einfach nur sein Ding verkaufen und sozusagen dich damit locken, dass die Werbekosten nur ganz gering sein werden. Und das ist ein uralter Trick von Verkäufern oder Online-Marketing-Verkäufern halt, dass sie sagen, naja, du kannst bei 300 Euro im Monat kannst du beginnen und bei 1000 Euro spätestens Werbebudget im Monat ist Schluss. Und das ist halt einfach totaler Bullshit. Denn Klickkosten für wirklich interessante Keywords, also Schlüsselwörter, wie zum Beispiel IT-Systemhaus, ja, IT-Systemhaus München, IT-Systemhaus Hamburg und so weiter, sind sehr stark umworben. Es geht hier wie auf eBay in einem Bid-System. Das heißt, der am höchsten bittet und die höchste Relevanz hat, der bekommt eben die Sichtbarkeit, die anderen eben nicht. Und ja, ein CPC, also du musst für einen Klick schon eine ganze Menge bezahlen. Mit anderen Worten, kurz gesagt, ein vernünftiges Werbebudget startet bei 1000 Euro ungefähr, Pi mal Daumen. Ja, wenn du Glück hast, 1500, je nachdem, ja, welche Keywords du eben genau targetierst. Ja, und dann oben sind keine Grenzen gesetzt. Also nochmal ganz kurz, wenn du auf der Suche bist nach einem Google AdWords oder überhaupt nach einem Online-Marketing-Experten, der für dich Werbeanzeigen schaltet, Traffic, ja, über Facebook, LinkedIn, Google etc. und der sagt, 1000 Euro ist das absolute Maximum im Monat und darüber hinaus ist verbranntes Geld. Da würde ich lieber noch mal zweimal nachdenken und hinterfragen, ob das wirklich der Realität entspricht. Und mir vielleicht noch eine dritte oder vielleicht noch eine vierte, vielleicht auch sogar noch eine fünfte Meinung einholen, bevor ich den Vertrag mit so einer Person dann unterzeichne. So viel zu dem. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein.